schon beeindruckend, was man mit einem Tablet, der passenden App und ein wenig Know-how produzieren kann. Und ja, es ist sogar so einfach, dass du es zu deinem nächsten Unterrichtsprojekt machen kannst. Denn mit Hilfe der Stop-Motion-Technik können deine Schülerinnen und Schüler die Lerninhalte deines Faches kreativ aufarbeiten. Garantiert. Mit dieser Fortbildung wirst du alles Notwendige erfahren, um mit Stop-Motion im Unterricht zu starten. Ich zeige dir, welche technischen Voraussetzungen ein solches Projekt benötigt und worauf du achten musst, wenn du das Material besorgst und später das ganze Filmset einrichtest. Natürlich werde ich dir die Funktion der App näher bringen. Die kleinen Tricks und Tipps, wie dein filmisches Ergebnis noch besser wird, dürfen natürlich nicht fehlen. Bist du ein Typ, der sich gerne von anderen inspirieren lässt? Eine Fülle von schulischen Beispielen und Unterrichtsideen quer durch alle Fächer bilden den Abschluss deiner Fortbildung. Denn nicht nur ich, sondern viele weitere Kolleginnen und Kollegen haben das Potenzial der Stop-Motion-Trick-Technik für sich erkannt. Als aktiver Lehrer und medienpädagogischer Berater und Referent weiß ich nach vielen Fortbildungen zum Thema ziemlich gut, welches Know-how du für den Einsatz in deinem Schulalltag benötigst. Und vor allem, welches nicht. Ich freue mich, wenn ich dich gleich hier in meiner Fortbildung bei Vobitz begrüßen kann. Beschäftige dich ganz in Ruhe und in deinem Tempo mit den Inhalten und begeistere schon bald deine Schülerinnen und Schüler mit einer zeitgemäßen, kreativ-digitalen Methode.